City, Delta Charlie Hotel rollt auf und startet als Nummer 4. Zockenners, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mensch, heute verdunkelt sich der Himmel. Gössenheim Air Force rückt aus. Sieht total cool aus. Ich hänge mich an die ran, schön mit 160, 170, je nachdem. Und dann fliegen wir heute nach Aslar, Aslarer Hütte. Da war ich auch schon mal gewesen. Schönes kleines Segelfluggelände. Ja, und da gibt's heute was zu essen, würde ich sagen. Ne? Machen wir so einen kleinen privaten Ausritt. Sehr, sehr geil. Oh ja, sind schöne Flugbilder auf jeden Fall, ne? So zusammen in der Gruppe von A nach B fliegen, das hat schon immer was, finde ich total geil. Ja, und ich fliege die VL3 gerade mit 140 km/h, ganz entspannt, verbrauch 7 Liter dabei, ja? Aber alles gut, ja? Ich will ja mit den Jungs hier fliegen, das macht auch Spaß, finde ich cool. Und es sind schöne Air-to-Air-Bilder auch, ne? Wie lange haben wir jetzt noch? 26 Minuten, wenn wir so weiterfliegen. Ist doch alles gerutscht. Hier unten ist Gelnhausen, da ist auch Flugbetrieb, habe ich gerade mal reingehört. Alles Tutti, Leute. Der Teacher fliegt irgendwo da hinten, ne? Genau. Also ganz schönes Formationchen. Okay, jetzt habe ich den Platz erstmal suchen müssen, weil wenn du aus Süden kommst, ist ja davor hier so ein Wall, ne? Erinnere ich mich noch, ich war ja schon mal hier gewesen. Muss man immer erstmal gucken. Aber wenn man dann hat man, ja? Die Wiese scheint frisch gemäht. Es ist auch was los, ordentlich an- und abfliegender Verkehr, also da wird was gehen heute hier. Die haben hier so ein kleines Fly-In. Okay, ziehen wir mal die Fahrt raus und bereiten uns vor. Propeller können wir vormachen, Licht ist schon an, Fahrwerk kommt. Fahrwerk ist gleich da, es fährt. Platz ist soweit frei, wir gehen es gleich durch. Okay, drei grüne, dann würde ich sagen, aktiviere ich die erste Klappe. Erste Klappe kommt, check. Trimmung nach hinten. Okay, da ist wirklich, die Sonne hat Kraft, ne? Jetzt kommt sie wieder tatsächlich. Delta Mike Charlie Charlie Hotel. Go ahead. Ja, bitte, wenn möglich, kurz vor der Halbbahnmarkierung aufsetzen. Am Anfang der Piste ist es sehr ruppelig durch Wildschweinschäden vom letzten Jahr. Charlie Hotel. Gehen wir es durch, Fahrwerk draußen, Klappen draußen, Licht an, Propeller vorne, Trimmung hinten, check. Kurz vor der Halbbahnmarkierung aufsetzen bei einer 350 Meter Piste, okay. Und ändert Flug 36, Delta, Charlie Hotel. Charlie Hotel. Okay, Klappe 3 habe ich raus. Wir haben keinen Wind, alles gut. Und ich muss extrem Höhe abbauen. Alter, der Anflug hier ist into the wild, das sage ich euch aber. Okay, Fahrwerk ist draußen, check, das passt alles. Dann wäre es frei. Patrick ist im Anflug, wo ist der Windsack? Ah ja, okay. Das sieht doch gut aus, Kinners. Schön weit reinfliegen. Schön weit reinfliegen, sehr gut. Hey Leute, das war eine richtig gute Landung. Das war eine richtig gute Landung. Herzlich willkommen in Aslar. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Fahren wir die Klappen wieder ein. Und gehen hier gerade mal rechts raus, dass die Piste frei ist. Boah, wirklich geil. Also das hat mir jetzt Spaß gemacht. So, tun wir direkt die Sicherung wieder sichern. Ihr wisst Bescheid, ja. Und dann sehen wir uns gleich draußen. Moin. Moin. Na? Na, herzlich willkommen. Ja. Wie geht's? Danke. Moin. Wir haben uns in Josa kennengelernt, ja, ja, genau. Ja, richtig. Ja, ja. Ich war ja richtig, schon mal hier. Richtig. Grüße. Richtig. Und ich habe einen gleichen Button. Gibt's dir gleich einen Button? Ja, gleich Esse und Trinke. Ja. Okay. Ja. Der Button macht Esse und Trinke umsonst? Ja. Ja. Echt jetzt? Ja. Den mache ich mir aber ganz oben hin. Ja. Schön, dass du gekommen bist. Ja, da kommen noch drei. Ja, ist recht. Ja.
Zu diesem Fly-In am 1. Mai kam die Einladung vom Hessischen Luftsportbund e.V. sowie dem Flugplatz Asla. Zwischen 20 und 30 ULs besuchten an diesem Tag den kleinen Flugplatz, der mir durch einen vorangegangenen Besuch schon bekannt war. Der Hessische Luftsportbund lud alle Pilotinnen und Piloten zum Essen und Trinken ein, wofür ich mich nochmal recht herzlich bedanken möchte. Nette Gespräche unter den Fliegern und etwas Netzwerken mit den Besuchern ließen die Zeit wie im Fluge vergehen. Und nach knapp 3 Stunden brach die Gössenheim-Formation wieder ihren Rückflug ins gelobte Land an. Der kleine Flugplatz Asla ist immer eine Reise wert und ich freue mich auf ein nettes Wiedersehen. So, herzlich willkommen auf aktuell 3000 Fuß, gerade eben gestartet in Asla. Ja, da ist mir was ganz Lustiges gerade passiert, und zwar habe ich vorhin alle meine Türen und Fenster aufgemacht, also Cargo Door und die, damit einfach die Hitze hier nicht drin steht, wenn die Sonne scheint, und habe die Cargo Door aber dann, wo ich weg bin, einfach nur angelehnt, habe sie nicht abgeschlossen. Und jetzt gerade wollte ich losrollen und beim Losrollen ist die Cargo Door aufgegangen, zum Glück, ja, und der Türmann hat gesagt, ey Charlie Hotel, deine Cargo Door ist noch offen. Da habe ich die Cargo Door nichts mehr kontrolliert, weil die für mich zu war, das heißt abgeschlossen. Also ist für mich auch nochmal so ein Ding, dass man da immer nochmal hinschaut, ja. So Dinger passieren mir auch, ne? Also da bin ich nicht vor beschützt vor sowas. Ja, bin ich jetzt auch froh, dass die beim Rollen aufging und nicht jetzt im Fliegen. Um Gottes Willen, das wäre ein Albtraum, ja. Ja, ich fliege jetzt direkt nach Hause, weil hier von Westen Wetter reinzieht. Und man sieht auch schon, wie die Sichten sich so minimal schon verschlechtern. Deswegen will ich jetzt nach Hause fliegen. Die anderen fliegen nochmal nach Fulda kurz auf einen Café. Aber der Spread geht auch zusammen heute Abend. Das heißt, die Sichten werden schlechter. Spannende Geschichte. Deswegen, ich habe jetzt eh noch zu tun bei mir zu Hause. Bisschen was arbeiten. Und die anderen machen jetzt nochmal kurz Kaffee. Ja? Hier drüben ist es ja auch hell. Von hier kommt die Scheiße. Naja. So, willkommen am Anfang des Spessarts. Hier unten ist Gelnhausen. Und hier über dem Spessart, da hinten die Rhön, sieht man schon so eine leichte Vermuggelung, ja. Also das, die Tendenz ist, dass es hier auch schlechter wird jetzt dann, auf Abend zu. Der Spread, wie gesagt, geht zusammen, das bedeutet, die Sichten werden schlechter. Ja, mal was ganz anderes, ich muss euch kurz mal ermahnen, ja. Dieses Fly-In in Asla, das war nicht in meinem Eventkalender drin. Das wäre an mir vorübergegangen. Der Patrick hat es bei uns in die WhatsApp-Gruppe reingeschrieben und dann hab ich gesagt, ja klar, Asla, da war ich doch schon, den Heinz kenne ich doch, da fliegt man hin, ist doch geil und so weiter, ja. War auch wettertechnisch das Event, was am nächsten dran war und am sichersten damit. Und deswegen war mein Asla, waren 20, 30 Flieger da, hätte aber deutlich mehr sein können, wenn der Heinz das bei mir auf der Homepage eingetragen hätte. Ja? Wie gesagt, die Einträge bei mir auf der Homepage unter Events sind kostenlos und eigentlich ist das ein reiner Eigennutzen für mich. Ja? Weil dann muss ich nichts googeln und nichts machen, sondern ich kann da einfach reinschauen und sagen, oh guck mal, da ist ein Event, da ist ein Event, da ist ein Event. Ja? Reiner Eigennutzen. Deswegen Leute, tragt die Events da ein. Mein Homepage-Mensch hat mir erst kürzlich gesagt, dass wir auf diese Eventseite zwischen 5.000 und 10.000 Zugriffe im Monat haben. Ja, das sind jede Menge Leute. Also von daher, ich habe das Ding eigentlich nur für mich angelegt und damit ich weiß, wo Events sind, wie das stattfindet. Und ihr könnt es wie gesagt auch machen. So, und jetzt schaut mal, jetzt fängt es gerade an zu regnen hier. Hau mal das Fahrwerk raus. Stella Charlie Hotel, rechter Gegenanflug 28. Ich habe heute so ein bisschen das mittelgroße Besteck, was Kameras angeht draußen. Spiel immer ganz gern mit den Ansichten und arbeite auch gerade an 1-2 neuen Ansichten. Aber bis so eine Kameraperspektive bei mir etabliert ist, vergehen gut und gern mal 3 Monate. Ja? Weil die muss zu 100%, da wo sie hängt, funktionieren, also filmerisch, und aber auch funktionieren, dass ich sie nicht verliere. Ja? Weil Kameras verlieren gibt es bei mir nicht. Also gerade im Außenbereich, ne? Im Innenbereich, ja, wo willst du da verlieren? Dann fällt sie irgendwo hier auf den Sitz, ne? Deswegen, das muss 1000% sein. Okay, Mensch, Leute, schaut mal. Fahrwerk draußen, Klappen draußen, Licht an, Propeller vorne, Trimmung hin. Check, Runway ist frei, Wind 0. Ja, man kann auch mal Glück haben hier. Vom Wetter her ist es ein bisschen diesig hier oben und hier vorne, aber das ist alles im grünen Bereich, das schaffen die anderen. Komplett entspannt.
So, Höhe passt, Speed passt, alles schön. Delta Charlie Hotel dreht rechts quer 28. Caution, terrain ahead. Ja, von Anflug zu Anflug hier auf Gössenheim wird der Hang der Homburg immer grüner und ich erfreue mich an den Farben. Jedes Mal, wenn ich hier rumgehe. Wirklich wahr, man muss es so sagen. Okay, gucken wir mal rein. Wind ist immer noch null. Und Delta Mike, Charlie Charlie Hotel dreht Endanflug 28. Ja, ich melde da immer alle Positionen. Könnte was im Luftraum unterwegs sein, dann hören die, ja, Traffic ist, ne, am Platz. So, sehr schön. Schöner, kleiner, entspannter Ausflug, ohne Stress, ohne Hektik. Wir haben null Wind, dann können wir auf jeden Fall die dritte Klappe aktivieren, dann gehen wir noch smoother rein, als wir eh schon reingehen, ne. Und dritte Klappe steht, check, Gas raus, komplett. Herzlich willkommen zurück in Gössenheim. Kleines Video, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns die Tage im neuen Video. Wo ist mein Sicherungssplint? Da ist der Sicherungssplint. Bis dahin, ciao. Scheiße, wo ist der Sicherungssplint? Hier ist er. Da habe ich auf den Beifahrersitz gelegt. Was ein Unding, ey. Na komm. Rein, geh rein, geh rein. Sehr schön. Timer mach mal an. Und das war's.